Hey, du möchtest eine mächtige künstliche Intelligenz nutzen? Heute zeige ich dir, wie du AutoGPT auf deinem Mac installierst. Solltest du ein Windows-User sein? Auch dazu habe ich ein Video, das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Am Ende des Videos zeige ich dir noch die Anwendung und was du auf jeden Fall unterlassen solltest, wenn du mit AutoGPT arbeitest. Also bleib dran und hab viel Spaß. Was brauchen wir zuerst? Ich habe ein MacBook aus 2020 mit M1-Prozessor. Darauf ist macOS Ventura 13.2.1. Den Link dazu verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Projektdateien von AutoGPT. Dafür gehen wir auf github.com und suchen dann nach AutoGPT. So, und jetzt sehen wir oben, das oberste Projekt hat schon mittlerweile 84.000 Sternebewertungen. Da gehen wir jetzt drauf. Es ist am besten, wenn man eine stabile Version des Programms runterlädt. Dazu gehen wir hier oben nicht auf Master, sondern suchen Stable. Hier gehen wir jetzt auf Code und gehen auf Download Zip. Wenn die Dateien runtergeladen sind, dann kopieren wir sie einfach auf unseren Desktop. Nun müssen wir noch ein paar Einstellungen machen. Dazu gehen wir in den Ordner rein, drücken Command, Shift und Punkt, damit wir die versteckten Dateien sehen. Anschließend gehen wir oben auf Finder, Einstellungen und dann machen wir hier den Haken rein. Als nächstes machen wir Folgendes. Wir benennen die Datei um. Rechte Maustaste umbenennen und löschen hinten das Template raus. Jetzt steht nur noch .env. Im nächsten Schritt müssen wir noch einiges installieren. Dazu öffne ich ein Terminal-Window und schaue nach, welche Python-Version installiert ist. Ich habe auf meinem Mac 3.9.6 installiert. Die Minimalvoraussetzung ist 3.8. Sollte kein Python bei dir installiert sein, ist das kein Problem. Dazu gehst du einfach auf die Seite python.org, gehst auf Downloads und lädst dir dann die macOS-Version runter. Ich würde im Moment empfehlen, die 3.10.10 zu verwenden vom Februar. Und nochmal die Version testen. Da ist jetzt die 3.10.10. Jetzt geben wir Folgendes ein. PEP3 install-r requirements.txt. Jetzt werden die fehlenden Module runtergeladen. Als nächstes brauchen wir den OpenAI API Key. Dafür gehen wir auf die Webseite von OpenAI und zwar auf folgende: plattform.openai.com/account/API-Keys. Im nächsten Schritt loggen wir uns ein. Falls du noch keinen Account hast, ist kein Problem. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung bzw. auch hier oben. Wir gehen jetzt erstmal auf Login. Jetzt gehen wir auf Create New Secret Key. Hier gebe ich jetzt einfach ein Test. Dann kopieren wir das Ganze und gehen auf Done. Solltest du noch keinen kostenpflichtigen Account bei OpenAI haben, gehst du hier oben einfach auf Upgrade. Dann gehst du auf Setup Paid Account. Dann gehst du, wenn du eine Person bist, auf den oberen Button oder wenn du eine Firma bist, auf den unteren. Dann gibst du hier deine Kreditkarteninformationen ein und gehst auf Setup Payment Method. Ich würde an dieser Stelle auf jeden Fall noch Limits eintragen. Und das geht über Usage Limits. Ich habe eingetragen für Soft Limits 5 Dollar. Dann bekomme ich eine E-Mail, wenn das erreicht ist. Und Hard Limit bei 10 Dollar. Dann hören die Anfragen wirklich auf. Wir haben jetzt unseren Key und den tragen wir jetzt in unsere Konfigurationsdatei ein. Dafür gehen wir wieder in den Ordner, öffnen die ENV-Datei mit Öffnen mit, TextEdit und tragen jetzt, wo OpenAI API Key steht, unseren Key ein. Das ist jetzt erstmal die Grundkonfiguration. Man kann aber zusätzlich auch Pinecone oder eine Sprachausgabe konfigurieren. Wenn dich das interessiert, schreib es mir einfach unten in die Kommentare. Wir speichern jetzt nochmal zur Sicherheit. Als nächstes bauen wir wieder unser Terminal. Jetzt wechseln wir wieder in den Ordner mit CD, kopieren den Ordner hier rein und drücken Enter. Mal schauen, was funktioniert hat. Wir geben jetzt ein Python 3 minus M. Das M steht für internen Speicher. AutoGPT. Es hat funktioniert.
Auf unserem Mac läuft nun AutoGPT. Und das können wir auch gleich testen. Als erstes sollen wir der KI einen Namen geben. Das lassen wir erstmal frei, dann wird automatisch die Grundeinstellung geladen, und zwar Entrepreneur GPT. Jetzt geben wir der KI eine Rolle. Im Beispiel ist es eine KI, die ein Business entwickelt und das Einkommen erhöht. Und das kopieren wir jetzt auch einfach rein. Als nächstes können wir noch 5 Ziele festlegen. Auch hier nehme ich die aus dem Beispiel. Erhöhe das Einkommen als Ziel Nummer 1. Wachse auf Twitter als Ziel Nummer 2. Und das dritte Ziel ist, entwickle und manage verschiedene Businesses autonom. Ziel 4 und 5 können wir einfach auslassen. AutoGPT will nun die eigenen Geschäfte überprüfen und gegebenenfalls Änderungen machen und gleichzeitig schauen, wie man auf Twitter wachsen kann. Um das zu bestätigen, drücke ich Y. Um nicht jeden Task einzeln bestätigen zu müssen, kann ich auch Y minus und dann eine Zahl eingeben, wie zum Beispiel eine 10. Dann werden die nächsten 10 Tasks alle bestätigt. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass man immer kontrollieren sollte, was AutoGPT macht, damit keine Fehler auftreten und nichts Unvorhergesehenes passiert. Was wir bisher gesehen haben, ist, dass AutoGPT einen zweiten Agent initialisiert hat, welcher für den Twitter-Content zuständig ist. Außerdem hat es nach den Business-Trends für 2023 gesucht und würde jetzt auch weitermachen. Ich breche das an der Stelle jetzt mal ab. Es ist einfach beeindruckend, was diese frühe Version von AutoGPT schon alles kann. Wenn du gerne noch mehrere Anwendungsfälle von AutoGPT kennenlernen möchtest, dann schreib mir das bitte auch unten in die Kommentare. Zum Abbrechen können wir einfach STRG C drücken. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, den man auf keinen Fall tun sollte. Und zwar wird auf vielen Webseiten davon gesprochen, dass man AutoGPT mit dem Zusatz Continue starten sollte. Das sollte man wirklich vermeiden. Es wird dabei ein Bot erstellt, der ohne Kontrolle läuft. Das heißt, dadurch können Kosten entstehen, zum Beispiel auf dem OpenAI-Account. Oder auch Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann. Also sollte man das wirklich nicht tun. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, dann drück einfach den Like-Button und abonniere den Kanal. Wenn du noch mehr über AI oder Zukunftstechnologien wissen willst, dann ist vielleicht dieses Video genau das Richtige für dich. Vielen Dank fürs Zuschauen, passt auf euch auf, euer Dennis.